Der Lassie war super fleißig und du nicht, Max. Aber die schmecken gut. Guten Morgen! Yay! Ein neuer Vlog für euch. Ich komme gerade aus der Stadt. Der Max, der fliegt gleich. Wartet, ich zeige euch, was er gerade macht. Schaut mal. Der hat sich so die Schuhe angezogen, weil er jetzt den Grill reinholen möchte. Der ist so lustig, der Max. Jedenfalls dekorieren wir heute. Yay! Endlich kommt dieses Paket nach oben. Ich hoffe, dass der Max mir jetzt gleich hilft. Ich habe aus unserem Keller schon einiges hochgeholt. An Deko. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles packen werden. Der Lassie möchte nämlich noch backen. Draußen regnet es nämlich. Ununterbrochen. So sieht es da draußen aus. Tada. Total schlimm. Und ich habe neue Möbel bestellt. Deshalb sieht das Wohnzimmer auch total schlimm aus. Also es sieht so richtig heftig aus. Ja. Das gehört da alles gar nicht hin. Hier bin ich am Aussortieren. Es ist so schlimm. Und der Max, der ist heute mit dabei, denn der hilft mir jetzt, dann dieses Sofa umzustellen, weil ja dann dort der Tannenbaum hinkommt. Irgendwann, wenn es soweit ist. Jetzt hat er gerade gesagt, nicht schon wieder. Toll. Hier habe ich mir auch noch was geholt, unten aus dem Keller. Das möchte ich noch dekorieren. Und meine Freundin, ja Bella, hallo. Ja, hallo Bella. Ja, hallo. Meine Freundin hat mich überrascht gestern. Sie hat mir einen selbstgemachten Adventskalender gebracht. Leute, mein Gesichtsausdruck, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich war sprachlos. Sie hat mich tatsächlich so noch nie gesehen, hat sie auch gesagt. Also bis ich mal sprachlos bin, ne, dauert es eine Weile. Jedenfalls hat sie sich total die Mühe gegeben. Schaut es euch mal bitte an. Oh mein Gott, so, so schön. Schaut mal, was für eine Mühe. Gott, ich hab fast geheult. Ich würde sagen, der Max hilft mir jetzt mal den Karton hochzuholen. Oder Max? Ja. Ja. Begeisterung ist da. Begeisterung ist da. Ihr habt es gehört. Komm, Max. Der Max rasiert sich ja im Moment auch nicht. Da ist er. Da ist er. Der will sich nicht zeigen. Der rasiert sich nicht. Was ist für ein Monat, Max? Der? Wie nennt sich's? Wie? November. Ja, es ist November, das weiß ich auch, aber warum man sich nicht rasiert? Starke Männer brauche ich hier. Ich schaffe das nicht alleine. Der arme Max, ey. Ja, komm, helf mal ein bisschen hier. Helf mal. Hm? Max, hilfst du mir jetzt oder nicht? Komm, ich brauche starke Männer. Bitte. Schau mal. Schau mal, wie schön der Engel ist. Tada! Ich stehe ja voll auf Silber, ne? Ich stehe ja sowas von auf Silber. Und meine Eichhörnchen, die werden hier auch erstmal nicht den Platz verlassen. Ganz ehrlich, ich finde die immer noch so schön. Ich liebe meine Eichhörnchen. Ja, so. Mal gucken, wo wir den hintrapieren. So, dann habe ich hier noch dieses Teilchen hier. Das muss ja nicht immer so das typisch Weihnachtliche sein, oder? Ich liebe Magnolien. Wer mir schon länger folgt, weiß das auch. Max, wir hatten doch davon noch einen. Wo ist denn der hin? Max, hast du denn mir gerippt, den anderen Zweig? Ich sag's dir. Ja. So, hier müssen wir dann noch die Kastanien rausmachen. Das passt natürlich auch nicht zu Weihnachten. Moment. Was ist das für eins? Hä, ich hatte doch noch so ein anderes Glas, ein größeres. Max, hast du mir das acht gerippt? Ich hab dir alles gerippt. Der glaubt mir alles, Max. Hä, ich hatte das doch noch mal. Wo ist es hin? Nö, das ist es auch nicht. Max, hier ist übrigens noch was für dich. Ah, nice. Schau mal. This one hier. Für deine Chill-Out-Area. Gefällt's dir? Oh, sehr schön. Wie du wieder übertreibst. Du verarschst mich schon wieder. Wunderbar. Du willst es doch ohne Arsch haben. Wenn deine Freunde kommen. Ich will es doch ohne warm haben. Du willst es warm haben, der ohne ja unschön. Guck mal, wenn die Mädels dann kommen, dann kannst du schön dekorieren. Oh Gott, jetzt habe ich das ganze Glitzer hier wahrscheinlich überall im Gesicht. Dekorieren oder trapieren? Dekorieren oder trapieren. Ja, du musst mir gleich helfen bei unserem Leuchtobjekt. So, okay, dann hole ich mal den Rest unten im Keller, würde ich sagen. Dann ziehe ich mich aber erstmal um, oder? Oder hole ich erst mal, ich weiß es nicht, was meinst du? Ich dachte, du hilfst mir. So ist eine feine Mama. Ja.
Aber ist super, danke. Ich hab einen Job hier. Ah, perfekt, so ist gut. Kannst du nochmal zurückgehen und die Kamera lächeln? Dankeschön. Der Max veräppelt mich immer. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen, ey. Aber es ist halt immer lustig mit Max. Jedenfalls bin ich gerade ein bisschen außer Puste. Ich habe nämlich einen Teil hochgetragen an Deko. Der Max hat mir jetzt auch geholfen. So sieht es jetzt aus. Etwas chaotisch. Aber ich wollte mir jetzt mal einen groben Überblick verschaffen, was alles so da ist an Deko. Man hat ja dann doch so einiges, ne? Ihr kennt es bestimmt, es sammelt sich so einiges an. Aber ich bin jetzt gerade total enttäuscht gewesen, weil ich im Spiegel gesehen habe, dass meine Bluse ein Loch hat. Es ist unglaublich. Die ist nagelneu. Ich habe sie extra mit der Hand gewaschen, damit ihr nichts passiert. Die ist übrigens von Zara. Und jetzt sehe ich hier gerade ein Loch. Also ich bin doch ein Pechvogel, oder? Mein Gott, sowas kann echt nur mir passieren. Na gut, also ich bin völlig außer Atem, wie ihr wahrscheinlich hört. Da hinten, der Adventskalender, der bleibt auch nicht dort. Da muss ich mal gucken, wo ich den hindrapiere, aber ich habe schon eine Idee, wo ich den hin dekorieren möchte. Ich zeige euch jetzt aber mal ganz kurz, was hier alles so ist. Und zwar könnt ihr wahrscheinlich schon erkennen, dass ich auf Silber stehe. Diese großen Kugeln hier, die sind immer an unserem Leuchtobjekt. Das habe ich anfertigen lassen von einer Gärtnerei bei uns im Ort. Das ist abends beleuchtet. Das hängt eigentlich das ganze Jahr, weil wir haben es halt dann umfunktioniert. Ich finde es abends total schön, wenn das Licht leuchtet. Ich wünsche mir dieses Jahr mal was anderes. Ich hoffe, dass die Gärtnerei Zeit hat, mir da irgendwie was anderes zu zaubern. Ihr könnt schon sehen, es ist auch gar nicht so einfach, weil die Decke halt super hoch ist. Aber ich halte euch da natürlich auch auf dem Laufenden und zeige euch, was dann hier hinkommt als Deko. Hier sind noch Lissandros Luftballons zum 11. Geburtstag. Und ja, also wie gesagt, ich halte euch auch hier auf dem Laufenden. Hier ist auch die Bella, die chillt gerade ihr Leben. Und jeder, der jetzt über meine Socken ablästert, die habt ihr nämlich vorhin wahrscheinlich gesehen, der ist böse. Die sind nämlich von meiner Schwester. Die gewinnen keinen Schönheitspreis, ich weiß, aber ja, ich liebe sie halt, weil sie von meiner Schwester sind. Ich wollte euch noch ganz kurz diese Teile hier zeigen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich die zu Nikolaus verschenke. Und zwar an zwei meiner Freundinnen. Einmal und zweimal. Deshalb habe ich sie bestellt. Ich werde hier selbstgemachte Plätzchen reinpacken, dann Zellophan außenrum und dann hat man einfach eine schöne Nikolaus-Geschenkidee, wie ich finde. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Und ja, so sieht es halt jetzt hier aus. Da unten drunter, ne, ist auch noch ganz viel. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Aber ich bin jetzt noch nicht so in Kugelstimmung, also irgendwelche Kugeln zu drapieren. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu früh. Aber ja, sowas zum Beispiel hier habe ich schon dekoriert. Kann ich euch auch mal zeigen. Können wir mal rübergehen. Hier wieder meine schönen Socken. So, und zwar sind wir jetzt hier drüben. Das Regal wollte ich euch zum Beispiel noch zeigen. Das ist von Depot. Das habe ich jetzt heute Morgen schon mal leer geräumt, habe es abgestaubt, weil ich hier eben auch Weihnachtsdeko draufstellen möchte. Und hier sind eben diese schönen kleinen Häuschen, die beleuchtet sind. Hier war der Adventskalender gestanden, den ich ja selbst gebastelt habe für Steffi. Ihr habt vielleicht das Video schon gesehen. Und deshalb ist es jetzt hier noch leer. Hier muss halt noch was hinkommen, weil ich hasse es, wenn man hier so die Schrauben sieht. Ich finde, das geht gar nicht. Also das ist überhaupt noch nicht fertig, ne? Nicht wundern, aber ich wollte euch eben, wie gesagt, diese wunderschönen kleinen Häuschen zeigen. Schaut mal, wie süß die sind. Ich habe halt da jetzt so die Lichterkette reintrapiert, ne? Naja, okay, mal schauen, wie das jetzt später aussieht. Ich muss jetzt aber erstmal den Moritz zum Tennis fahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in diesem Chaos wieder. Auf geht's zum Tennis. So, da bin ich wieder. Ich kann mich nicht einer Sache mal komplett widmen, was wirklich sehr schade ist. Ich habe halt immer ultra viele Termine und ja, da kann ich nicht mal eine Sache komplett fertig machen, was sehr schade ist. Jetzt fahre ich, wie gesagt, den Moritz erstmal zum Tennis und dann muss ich einen Luki abholen von der Schule. Und jeder, der jetzt vielleicht sich wieder wundert und fragt, Heidi, warum laufen deine Kinder nicht oder warum musst du sie ständig fahren? Also Tennis ist über 10 Kilometer entfernt und da kann man natürlich nicht hinlaufen. Vor allen Dingen nicht bei dem Wetter und auch nicht Fahrrad fahren. Das geht nämlich so steil den Berg hoch. Und Schule ist auch 3 Kilometer entfernt von uns. Da fahren total komisch die Busse. Und wie gesagt, es regnet halt total. Also wieso sollte ich da jetzt mein Kind laufen lassen? Wisst ihr, wie ich meine? Also ich bin ja jetzt gerade um diese Uhrzeit nicht auf der Arbeit. Also geht es auch. Na, für alle, die jetzt nochmal fragen. Ich weiß, dass diese Frage, also ich habe sie nicht böse aufgefasst. Falls es jemand böse gemeint hat, dann okay. Aber ich habe es nicht böse aufgefasst. Ich weiß, dass euch sowas interessiert. Und jetzt muss ich wirklich losfahren, weil sonst kommt der Moritz zu spät zum Tennis. Also wir sehen uns später. Dann dekorieren wir weiter, wenn ich es schaffe. Oh Mann. So, okay. Ich bin wieder da. Yay. Ja, also ich
dekoriere jetzt ein bisschen. Ich werde es nicht alles schaffen jetzt heute und Alessandro möchte ja backen. Ich habe es ihm versprochen und ich freue mich auch schon voll drauf. Da nehme ich euch mit. Ich finde es total schön, wenn Kinder einfach auch das Ganze lernen und viel mit in der Küche sind, damit sie einfach auch wissen, was Lebensmittel bedeuten, welche Lebensmittel man für was braucht. Der Alessandro hat gestern eine Reportage geschaut und da hat er das erste Mal Gelatine gesehen und da sagt er, ach Mama, so sieht Gelatine aus. Und da sage ich, ja. Und das fand ich irgendwie total schön, dass er das so halt gelernt hat. Hier ist das absolute Chaos ausgebrochen. Ich habe es euch ja schon gezeigt. Mich haben jetzt übrigens auch ganz viele gefragt, woher denn meine wunderschönen Ohrringe sind. Ja, die sind von Leonardo. Ihr merkt echt alles. Das ist der Wahnsinn, wie viele Nachrichten ich zu diesen Ohrringen hier bekommen habe. Deshalb zeige ich sie euch auch hier gerne nochmal auf meinem Kanal. Die sind von Leonardo, wie gesagt. Ganz, ganz neu und aktuell. Ich habe auch einen Rabattcode für euch von Leonardo bekommen. Und zwar nennt er sich Rosella Mir 10. Da könnt ihr eben 10% sparen. Vielleicht auch auf eure Weihnachtseinkäufe. Vielleicht habt ihr ja Lust, da ein bisschen zu schauen, was es so gibt. Es gibt ja auch ganz viele personalisierte Sachen. Die finde ich auch richtig schön. Ja, was ganz Persönliches eben, was man so verschenken könnte. Vielleicht an die Mama oder an die liebste Freundin zum Beispiel. Finde ich auch eine gute Idee. Und zu meinen Möbeln von Pure Velvet. Das habe ich euch vorhin gar nicht dazu gesagt, die ich für mein Wohnzimmer geplant habe. Die habe ich mir bestellt und ich freue mich schon, wenn die ankommen. Ich habe da ultra lang drauf gespart, wirklich. Also ich wünsche mir die schon ewig. Und ich habe mir zum Beispiel auch diese Engel hier vorgestellt, dass ich die da auch hintrapieren kann. Denn ich habe mir einen verspiegelten Beistelltisch bestellt oder gekauft vielmehr und da passt es super gut drauf, eben passend zu Weihnachten und ich habe hier auch noch so einen ganz kleinen Engel, schaut mal, der sieht auch voll süß aus, der wird wahrscheinlich dann drüben auf das Regal kommen, mal schauen, oder hier neben den, ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt erstmal um, back mit dem Alessandro, nehme euch da eine Runde mit, packe das hier mal alles auf die Seite und dekoriere immer wieder mal, das seht ihr ja dann in den weiteren Vlogs. Und auch später noch, ich blende es euch dann noch ein, ganz klar. Aber jetzt ist erstmal der Alessandro dran, jetzt wird erstmal gebacken, beziehungsweise ich ziehe mich erstmal um und dann sehen wir uns gleich in der Küche nochmal. Okay, wir backen jetzt. Da hinten steht schon ein Teil bereit. Es gibt Vanillekipferl und Spritzgebäck, ne Lassie? Ja. Mein Lassie ist auch schon bereit und die Bella ist auch hier vor mir. Und ich würde sagen, wir starten. Ich mache aber meiner Freundin erstmal, da hinten ist die Kaffeemaschine, doch, erstmal einen Kaffee. Los geht's. Okay, Butter ist schon in der Schüssel und wir nehmen wieder meine ganz alte Waage. Die ist ja schon 20 Jahre alt oder so und wir brauchen 70 Gramm Zucker. Der Lassie kontrolliert ganz genau. Und, haben wir? Ein bisschen mehr machen. Noch ein bisschen? Ja, ein ganz bisschen. Okay, super. 100 Gramm gemahlene Mandeln haben wir jetzt rein und jetzt kommt das Mehl rein und zwar 250 Gramm, Lassie. Ja. Guckst du mal. Und die Butter hat Alessandro schön schäumig geschlagen. Ne? Ja. Okay, gut. Weiter geht's. The wonders of life got the prettiest side for everyone. Während die Plätzchen jetzt im Ofen sind, mache ich hier mal weiter. Ich habe zu dem Glasbehälter schon eine bestimmte Idee. Das soll wieder an unseren Hauseingang. Zeige ich euch dann im Anschluss, wie das geworden ist. Ich suche jetzt gerade noch meine LEDs. Ich muss mal gucken. Ich habe nämlich mehrere. Ich glaube, ich gehe jetzt noch mal runter in den Keller. Da hinten steht zwar auch noch ein Karton. Da kann ich auch noch mal reingucken. Falls ihr jetzt hier irgendwas seht, was euch gefällt und ihr wissen möchtet, wo ich das her habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche euch aber alles rauszusuchen und in der Infobox zu verlinken. Und ich mache jetzt hier mal weiter und wir sehen uns dann später wieder. Ich muss jetzt gleich auch die Plätzchen rausholen. Oh nein! Das kommt jetzt an unseren Hauseingang. Hier drüben sieht es jetzt so aus. Bis mein verspiegelter Beistelltisch kommt von Pure Velvet, habe ich mir überlegt, dass ich die Engel hier drauf stelle, auf dieses Regal. Neben diese zwei Häuschen, die ja beleuchtet sind, gefällt mir sehr gut. Und meinen selbstgemachten Adventskalender von meiner Freundin habe ich jetzt hier auf das Regal gestellt. Das ist von Depot gewesen, vom letzten Jahr. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch einfach mal unten in der Infobox. Was genau machst du da gerade, Max? Ein bisschen stretchen. Oder so ein Hähnchenflügel. Luki! Okay, hier sind unsere Plätzchen. Wir waren total fleißig. Wir haben ganz viele verschiedene gemacht. Du willst immer nur essen und hilfst nicht.
Ja. Morgen hilfst du mir, das Leuchtobjekt zu machen. Da hinten das. Du holst die Leiter unten. Ja, okay, meine Lieben. Also, ich würde sagen, ich melde mich morgen nochmal und zeige euch, wie wir dekoriert haben. Wie gesagt, das sind unsere Plätzchen. Untrapiert, sagt der Max. Das sind unsere Plätzchen. So sehen die aus. Und ja, ihr könnt es ja sehen, es ist dunkel draußen. Tata. Und deshalb melde ich mich morgen. Tschüss, Max. Tata. Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Der Postbote war gerade da und hat mir dieses Überraschungspaket gebracht. Ich habe mich riesig gefreut, weil ich nicht weiß, was darin enthalten ist. Im Gegensatz zu diesem Adventskalender hier von L'Occitane, den habe ich ja gemeinsam mit euch geöffnet. Und es fehlt ja auch die Hälfte, weil ich das an euch verlost habe. Deshalb, wie gesagt, freue ich mich sehr, sehr, sehr über dieses Paketchen hier. Hier steht jetzt noch ein bisschen Deko. Die werde ich dann jetzt auch gleich noch drapieren. Und hier ist die kleine feine Bella. Guten Morgen. Und hier ist meine kleine Deko-Ecke, die jetzt fertig ist. Soweit, also mir gefällt es sehr gut, wie es geworden ist. Ich werde es jetzt so lassen und ich habe extra so die Kugeln davor, damit die Bella da nicht in die Nähe von meinem Engel kommt. Und ich kann euch mal mit rübernehmen, da ist nämlich auch noch was fertig geworden und das kann ich euch jetzt auch noch zeigen. Hier steht dieses wunderschöne Schätzchen, mir gefällt es total gut. Das habe ich noch vom letzten Jahr, falls ihr das Video dazu verpasst habt. Ich verlinke es euch gerne mal in der Infobox. Jetzt verabschiede ich mich aber an dieser Stelle mal von euch, weil ich glaube, das Video ist super lang geworden. Ich werde weiterhin das Haus noch dekorieren, ganz klar. Da halte ich euch, wie gesagt, auf dem Laufenden in den weiteren Videos. Also wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, dann bleibt einfach mit dabei. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!